Ja, moin! Wir sind hier heute auf dem Betrieb von der Familie Specker-Dünnhöft im nördlichen Emsland. Und wir würden gerne mal wissen, warum dieser Betrieb ausbildet, was er ja nun tut, das haben wir ja schon in ein paar Filmen gesehen, welche Ambitionen dahinter stecken und was es alles so Wichtiges rund um die Ausbildung gibt. Vielleicht haben wir ja nachher noch eine Auszubildende im Interview mit dabei und dann schauen wir einfach mal. Herr Specker-Dünnhöft, warum haben Sie eine Ausbildereignung erworben und was war die Motivation eigentlich dahinter? Also ich habe 1976 meine Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich eine Meisterausbildung gemacht. In dieser Meisterausbildung war auch ein Teil Lehrlingsunterweisung bzw. die Berechtigung nachbestandener Prüfung, Lehrlinge auszubilden. Heute kann man auch nach der zweijährigen Fachschule, wenn man den Abschluss erworben hat, auch eine Ausbildereignung erwerben und ich habe dann auch die Möglichkeit und die Berechtigung, junge Menschen auszubilden. Ja, jetzt haben wir ja schon in vergangenen Filmen bei Ihnen gesehen, dass Sie Auszubildende auf dem Hof haben, was Sie machen. Und auch aus der Sicht der Auszubildenden mal gehört, warum Sie die Ausbildung machen. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Auszubildenden aus? In der Regel bewerben die Auszubildenden sich 2 bis 3 Jahre vor der Ausbildung hier auf dem Betrieb. Und in einem persönlichen Vorstellungsgespräch kommen die hier auf den Hof und wir unterhalten uns. Die bringen selbstverständlich auch ihre Zeugnisunterlagen mit. Und die Entscheidung fällt hauptsächlich danach, nicht danach, ob es jetzt alles 1 oder 2 sind auf dem Zeugnis, sondern vielmehr, was der Auszubildende von sich gibt in diesem Gespräch. Hier ist es auch so, wir legen sehr viel Wert auf Familienanschluss, wenn die Auszubildenden bei uns sind. Die sind auch in dem Jahr hier voll in der Familie mit eingebunden. Ob das jetzt traurige Veranstaltungen sind oder ob das Hochzeiten oder Geburtstage sind, die machen alles mit. Und ich halte das für unheimlich wichtig, dass die in der Familie eingebunden werden. In der Regel schlafen die hier auch, weil auch für junge Menschen das wichtig ist, dass die mal ihre Füße auch nach Feierabend unter einen fremden Tisch stellen. Herr Specker-Dünnhöft, was zeichnet Ihre Lehrlinge denn aus? Gibt es da irgendwas, was Sie besonders macht? Ja, also wenn die hier die Lehre durchlaufen oder anfangen, haben wir als Betriebsleiter, auch mein Sohn hat die Ausbilderfähigkeit, haben wir das Ziel, nach 3 Monaten überall Einblicke erhalten, haben alles mitgemacht und nach 3 Monaten müssten sie überall von allem Bescheid wissen. Ob das jetzt das Kälber anmelden ist über Haitier, ob das in der Düngerberechnung ist, Futterberechnung, sie werden überall eingebunden und wenn sie ein halbes Jahr hier sind, müssen sie auch selbstständig mit dem Futtermischwagen füttern können. Wir haben hier noch Franziska Krämer. Die kennen Sie ja sicher alle noch aus dem Film Ausbildung, den wir auch mal in Maikutjuk gebracht haben. Vielleicht kann Franziska da noch ein paar Takte zu sagen, wie sie die Ausbildung hier bei uns erlebt hat. Ja, also was soll man alles zu sagen? Da könnte ich eine ganze Menge theoretisch erzählen. Auf dem Hof hier, oder allgemeine landwirtschaftliche Lehre, finde ich, lernt man auf jeden Fall als selbstständige Arbeiten auch, dass man selbstständig auch Entscheidungen treffen kann, dass man das auf jeden Fall auf dem Betrieb auch darf. Wenn man Änderungsvorschläge kann man gerne einbringen. Ja, man die Arbeit mit den Tieren, wenn einem die Spaß macht, man kann alles, viele verschiedene Arten kennenlernen. Man hat also viele Möglichkeiten, sich selbst hier einzubringen auf den Betrieben. Ja, und die Motivation, mich jetzt auf diesem Betrieb hier, bei diesem Betrieb zu bewerben, war auch, dass es hier auf dem Betrieb viel neue Technik zu entdecken gab. Sowohl ein großer Futtermischwagen als auch die automatische Melkung. Viele neue Maschinen. Ja, die ganze neue Technik hier, die war auch irgendwie fasziniert und ich fand es sehr interessant, mit denen dann auch zu arbeiten. So, Franziska, du hast ja jetzt gerade deine Prüfung auch bestanden und deine Ausbildung damit abgeschlossen.
Aber was machst du denn jetzt damit? Was kann ein junger Mensch jetzt mit so einer Ausbildung alles anfangen? Ja, also erstmal, die Ausbildung an sich habe ich ja gemacht, um dieses ganze Grundwissen natürlich erstmal zu bekommen. Ich habe zu Hause keinen landwirtschaftlichen Betrieb, habe also vorher nie mit Landwirtschaft was zu tun gehabt und somit war das Grundwissen durch die Ausbildung für mich ganz wichtig. Jetzt habe ich im letzten Jahr oder im Jahr danach direkt mein Fachabitur nachgemacht, jetzt in Meppen. Ein Jahr lang war das Schule wieder. Und jetzt möchte ich dieses Jahr im Wintersemester dann anfangen zu studieren, in einer Fachhochschule in Osnabrück. Ja, ich denke, und dann später vielleicht im Bereich der Beratung oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit dann gerne tätig werden. Und deine Mitkommilitonen, die mit dir zusammen die Ausbildung gemacht haben, in welchem Bereich können die noch so gehen oder was machen die? Also die gehen ja alle in ganz unterschiedliche Bereiche. Einige haben jetzt erst den Winterkurs in Ösede besucht, das ist ganz typisch für junge Landwirte. Und die fangen dann im Winter dann vielleicht mit dem Meisterkurs an zum Beispiel. Dann gibt es auch die Möglichkeit, noch 2 Jahre weiterhin die Fachschule zu besuchen in Meppen und dadurch dann auch 2 Jahre intensiver mit Fachwissen damit in Kontakt zu kommen und viel über den eigenen Betrieb auch zu lernen. Ja, und da gibt es halt das Studium dann zum Beispiel auch. Ja. Viele machen auch Auslandsjahre, zum Beispiel in Kanada ist im Moment ganz beliebt, einige gehen nach Australien. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, in jedem Land gibt es ja die Landwirtschaft und in jedem Land gibt es Neues zu lernen, also das machen auch ganze Menge Leute, ja.